Tim, wie oft soll ich der Frau schreiben? Diese Frage klären wir im heutigen Video. Schön, dass du ja da bist, hier am Freitag zum neuen Video. Wir klären, wie gesagt, heute die Frage, wie oft sollst du ihr schreiben? Und wie immer, ich möchte es einmal dazu sagen, weil ich es auch in den Kommentaren gelesen habe, da schrieb nämlich jemand, hey, es gibt super viele Videos zu diesen ganzen Themen und jeder sagt was anderes. Ja, wir haben da auch bestimmt verschiedene Meinungen, ich und andere Trainer. Das, was ich dir jetzt sage, ist meine Meinung dazu, nicht die große Wahrheit. So sehe ich das, so handhabe ich das. Und wenn du mich als deinen Trainer siehst oder mich in gewisser Weise als Vorbild siehst, mir da vielleicht ein bisschen nachreifen möchtest in meinem Erfolg und Frauen in dem, was ich tue, dann könntest du ja meinem Vorbild folgen und schauen, wie das für dich funktioniert. Das dann dementsprechend natürlich anpassen. Also, wie oft schreibe ich hier oder wann schreibe ich hier? Das ist so eine Frage, die bekomme ich wirklich sehr oft. Deswegen möchte ich sie hier einmal klären. Generell denke ich, solltest du dir erstmal nicht zu viel Gedanken darum machen. Also wenn du dir ständig nur Gedanken darum machst, wann schreibe ich ihr, wie oft schreibe ich ihr, dann bist du eindeutig zu tief in der Sache drin, dann bist du eindeutig zu investiert in diese ganze Sache. Denn optimalerweise sollte deine Zeit in deinem Leben so verteilt sein, dass du dich natürlich auch um die Frauen in deinem Leben oder die Frauen in deinem Leben kümmerst, wie auch immer das jetzt aussehen mag, aber deine Mission, deine Berufung, deine finanzielle Lage, deine Karriere oder was auch immer, das, was du im Leben tust, das, was du im Leben tun möchtest, das, was du im Leben darstellen möchtest als Mann, sollte den größeren Zeitblock einnehmen. Und vielleicht bist du jetzt gerade an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich weiß noch gar nicht, was meine Rolle als Mann ist hier in dieser Gesellschaft, wer ich als Mann bin, ich habe noch keine Karriere, weiß nicht, wie es aussehen soll, dann sollte deine Zeit halt dahin fließen, dich in diese Richtung zu entwickeln und alles zu tun, um dich in diese Richtung zu entwickeln. Das heißt, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzt und dich fragst, wann soll ich ihr denn schreiben, dann ist das Problem nicht, wann soll ich ihr schreiben, sondern das Problem ist, du hast einfach schlecht dein Leben organisiert und anscheinend nichts zu tun. Du machst nichts mit deinem Leben. Und das ist das viel größere Problem, was dann im späteren Verlauf des Kennenlernens sowieso dazu führen wird, dass ja, du einfach nicht der super spannendste Typ der Welt bist, weil du mit deinem Leben ja sowieso nichts machst. Deswegen solltest du dich dann immer erstmal darum kümmern, bevor du dich dann um so ein kleines Thema wie wann soll ich schreiben kümmerst. Nehmen wir mal an, das Ganze ist gelöst und es stellt sich trotzdem noch die Frage, wann soll ich ihr schreiben? Ich finde, oder was ich so mache, mit den meisten Frauen, gerade wenn ich sie gerade neu kennenlerne und auch noch nicht so gut kenne, schreibe ich mit den Frauen höchstens zum Date ausmachen. Na, ich mache das dann wirklich so. Wenn ich die Frau kennengelernt habe, das hast du vielleicht schon mal in meinen Videos gesehen, ich lerne sie kennen, vielleicht auf der Straße und so weiter, dann schreibe ich ihr, hey, war cool, dich kennengelernt zu haben, war cool, dich getroffen zu haben, dann schreibt sie mir irgendwas zurück. Und dann schreibe ich hier, wann auch immer, einen Tag später oder so. Also, wenn du jetzt einen Richtwert von mir haben wollen würdest, dann schreib ihr halt einen Tag später. Ne? Das ist, ich schreibe meistens so nach einem Tag, aber nicht immer und manchmal auch anders. Wenn du einen Richtwert haben willst, nimm den. Dann schreibe ich einfach, hey, pass auf, lass uns doch die Tage mal zusammen XY machen, was trinken gehen, Kochdate, du kennst die ganzen Sachen, wenn nicht, dann schau mal auf meinem Channel ein bisschen rum. Lass mal die Tage XY machen, kannst mir beschreiben, wann es dir passt, dann gucke ich, wie es bei mir aussieht. Ne? Oder du könntest dir auch direkt einen Vorschlag machen, hey, bei mir passt es an dem und dem Tag, wie sieht es denn da bei dir aus? Optimalerweise gibst du ja mal zwei oder mehrere Termine, nicht nur einen. Und ja, dann verabredet man sich zum Treffen und dann treffe ich sie halt. Und das Kennenlernen findet für mich dann auf dem Treffen statt. Weil auf dem Treffen hast du halt viel mehr Möglichkeit, dich auszudrücken. Du hast deine Sprache, du hast deine Gestik, du hast deine Mimik. Du kannst sie viel besser kennenlernen. Das Kennenlernen geschieht bitte nicht ausschließlich übers Schreiben. Wenn ich ein bisschen mehr mit einer Frau schreibe, dann ist das nur deswegen so, weil, also wenn ich jetzt vor dem Kennenlernen, vor dem eigentlichen Kennenlernen mehr mit der Frau schreibe, dann ist es nur deswegen so, weil sie vielleicht ein bisschen schüchtern ist und erst noch ein Gefühl für mich bekommen will, bevor sie mich dann live trifft oder live wieder trifft. Es gibt Frauen, die sind da sehr schüchtern. Das sind normalerweise nicht die Frauen, die ich so treffe. Das gibt es aber. Und dann musst du halt für dich entscheiden, will ich noch ein bisschen mit ihr schreiben, um sie sicherer zu machen oder habe ich darauf keine Lust? Ist eine Entscheidung, die musst du an der Stelle für dich persönlich dann treffen. Darüber hinaus, wenn ich jetzt die Frau ein bisschen länger kenne, wenn wir uns schon ein bisschen länger daten, ich bin jetzt gerade mit einer Frau in so einer Phase, so würde ich es schon nennen, dann kommt das mit dem Schreiben auch immer ein bisschen darauf an, wie versteht man sich auf einer spaßigen Ebene. Also wie könnt ihr auf spaßiger Ebene miteinander kommunizieren? Macht ihr viele Witze? Erzählt ihr viel Bullshit? Also macht ihr viele lustige Geschichten und albert so ein bisschen rum? Dann ist es wunderbar, das kann man nämlich auch ins Schreiben sehr gut übertragen. Und wenn ich jetzt Schreiben sage, dann meine ich auch sowas wie Sprachnachrichten. Ne? Also
wir reden jetzt hier von Schreiben, ich meine damit aber Sprachnachrichten, weil ich mache viel Sprachnachrichten. Naja, also Schreiben kannst du hier in diesem Fall, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, mit Sprachnachrichten gleichsetzen. Weil bei Sprachnachrichten hast du den Vorteil, dass du noch deine Stimme hast und nur dein Körper sozusagen fehlt, wenn man das mal mit dem echten Date vergleicht. Wenn ich also eine gute humorvolle Verbindung mit der Frau habe, dann nutze ich die gerne und bringe das auch manchmal übers Schreiben rüber. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Frau, die ich date, ich habe vorhin was auf der Straße gesehen, als ich unterwegs war, und das hat mich an sie erinnert, weil wir darüber geredet haben, und das habe ich ihr dann geschrieben, weil ich fand es lustig, es hat mich an sie erinnert und habe ich ihr das geschrieben. So, das ist, kannst du machen, das ist absolut vollkommen in Ordnung. Du musst dir auch keine Sorgen machen von wegen, oh mein Gott, wenn ich hier schreibe, dann bin ich voll needy. So, nein, mach dir keinen Stress. So, natürlich sollst du nicht den ganzen Tag schreiben, das haben wir eben schon mal geklärt, aber mach dir mal keinen Stress mit, boah, wenn ich ihr schreibe, wirklich needy. Wenn diese Frau Interesse an dir hat, dann wird sie auch noch dein Interesse an dir haben, wenn du ihr mal schreibst. Alles gut. Wovon ich allerdings Abstand nehmen würde, und das sehe ich bei sehr vielen Männern, das ist dieses Unsicherheitsschreiben, nenne ich es mal. Unsicherheitsschreiben und also belangloses Schreiben. Ich gehe auf beides ein. Also Unsicherheitsschreiben ist einfach dieses, oh Gott, ich bin mir nicht sicher, wie stehe ich denn bei dir? Oh, jetzt mache ich mal irgendwie so, hey, und wie war dein Tag? Und ja, das ist natürlich blöd. Wenn du unsicher bist und nicht weißt, wie du bei ihr stehst und das nervt dich, was ja in Ordnung ist, ist halt einfach in dem Moment dein Zustand, dann schreib ihr doch wenigstens, hey, pass auf, so sieht es gerade bei mir aus. Wie sieht denn das bei dir aus? Was stellst du dir denn vor? Dann kläre das bitte einfach mit ihr. Das ist dann wiederum in Ordnung. Klar kann es sein, dass sie dich dann irgendwie droppt, weil sie was ganz anderes will, aber das hätte sie dann sowieso später irgendwann gemacht. Aber mach nicht einen auf, oh, wie war denn dein Tag, wenn du eigentlich was ganz anderes wissen willst, wenn es dir eigentlich nur um Sicherheit geht. Und es darf dir gerne um Sicherheit gehen, ganz egal, was andere Leute dir da vielleicht erzählen mögen. Oh mein Gott, du musst absolut unabhängig sein. Niemand von uns ist absolut unabhängig von anderen Menschen. Calm down. So, andere Art von Schreiben ist dieses belanglose Schreiben. Das hatte mir letztens ein Coaching-Teilnehmer von mir geschickt, wo er mit einer Frau, ich gebe das jetzt aus dem Gedächtnis wieder, ungefähr so geschrieben hat, so, hey, ja, wie war dein Tag und wie war es noch auf der Arbeit? Oh ja, ich habe die da getroffen. Ja, wusstest du dir? Er hat jetzt neuerdings das und das über den gesagt. Ach, unglaublich. Ah, cool, ja, ich mache gerade meine Hausaufgaben. Ja, ich muss nachher auch noch Hausaufgaben machen. All so ein Bullshit, das würde ich nicht übers Schreiben machen, weil das ist einfach nur super langweilig. Also, außer das macht dir großen Spaß, was ich nicht glaube. Das ist meistens auch nur so ein Unsicherheitsding, weil man sich denkt, oh Gott, wenn ich nicht mit ihr schreibe, dann will sie mich nicht mehr. Was auch Quatsch ist. Wenn eine Frau dich mag oder dich sehen möchte, dann wird sie das auch noch tun, auch wenn du nicht mit ihr geschrieben hast. Alles gut. Aber dieses belanglose Schreiben, davon würde ich eher Abstand nehmen. Es muss schon einen Sinn haben. Es sollte schon in das Gesamtkonzept irgendwie passen. Das ist ja auch bei, also überleg dir halt, wie du mit Freunden schreibst, mit Kumpels. Du schreibst ja mir auch nicht. Du schreibst ja auch nicht mit Kumpels so, hey, wie war dein Tag? Und machst du gerade deine Hausaufgaben? Lalalalalala. Vielleicht rufst du mal einen deiner Kumpels an oder triffst sie und dann redet ihr über sowas. Ist ja auch okay. Aber so schreibst du auch nicht mit deinen Kumpels. Du schreibst mit deinen Kumpels wahrscheinlich dann, wenn ihr euch treffen wollt oder wenn du irgendwas mega Witziges siehst, wo ihr so einen Insider habt oder wo ihr schon mal drüber geredet habt oder du irgendwas Witziges ihm zeigen willst oder so. Das ist das, worüber du mit deinem Kumpel schreibst. Und das ist auch das, worüber du gerne mit Frauen schreiben kannst. Und auch gerne in jedem Stadium des Kennenlernens. Ne? Pass nur einfach auf und schau halt, dass dein Leben trotzdem so gestaltet ist, dass du was zu tun hast und nicht nur daran denkst, oh Gott, was schreibe ich jetzt und oh und dies und das. Und wie gesagt, das ist einer der wichtigsten Tipps überhaupt. Mach lieber Sprachnachrichten. Das ist deutlich ausdrucksstärker als zu schreiben. Also du hast die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu machen, wenn du ihre Nummer hast. Mach Sprachnachrichten, mach bitte Sprachnachrichten, nutz diese Möglichkeit. Ich glaube, zu dem Thema ist erstmal alles gesagt und dürfte dir soweit auch alles klar sein. Wenn nicht, frag mich nochmal in den Kommentaren, das macht ihr auch immer, bin ich auch sehr stolz drauf. Themenvorschläge in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast, und dann bewirbst du dich für ein Coaching, wenn du mit vielen Frauen schlafen willst, eine Freundin finden willst und das möglichst noch dieses Jahr. In den nächsten Monaten kommst du zu mir ins Coaching. Unten rechts geht es zu einem Video, das an dieses Video anknüpft. Schau es dir unbedingt an, wenn du das Video gesehen hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.